Hallo. Warte, sag mal. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht mal wieder weiter in meinem Schrauberalltag. Es ist ein Motorshow, ist nicht mehr lange hin. Abarth fahren wollen wir auch noch. Deswegen keine Ahnung, was wir in diesem Video alles machen. Aber ich habe ja gesagt, ich will euch, damit es für uns ein bisschen einfacher ist, für euch, ihr ein bisschen mehr abgeholt werdet, zeige ich euch einfach mal alles querbeet, was wir eigentlich jeden Tag so schrauben. Das heißt, nachher kommt Wotzing auch noch vorbei. Wir machen noch ein bisschen Limo, Benzintank und. Aber jetzt geht es erstmal los. Ich habe euch ja in irgendeinem der letzten Limo-Videos gezeigt, dass ich eigentlich gerne diesen Tilton-Zentralausrücker fahren will. Jetzt habe ich mich mal ein bisschen weiter damit beschäftigt. Wir haben diesen Halter nochmal modifiziert. Jetzt passt das Ganze hier auch schön. Und das ist jetzt alles auf Minimum tief. Beim letzten Mal war ja das Problem, wir waren uns nicht sicher, ob es von der Tiefe her am Ende passt, vom Platz her. Jetzt habe ich wirklich alles auf den letzten Millimeter ausgereißt. Das heißt, entweder es passt gleich oder es passt nicht. Ja, wo wir auch Platz gewonnen haben, das hatte ich nicht auf dem Schirm, dass es so krass ist. Ich habe jetzt mal die Kupplung montiert und guckt euch mal an, wie gerade jetzt die Feder hier steht. Die stand letztes Mal komplett raus, weil beim Vorspann dieser Druckplatte, das habe ich glaube ich auch gesagt in dem Video, zieht sich die Feder ja hier rein. Das ist die Stelle, wo am Ende der Ausrücker drauf drückt. Und es ist schon krass, wie viel flacher es ist. Das heißt aber wiederum auch, wir müssen ein bisschen Platz lassen, weil wenn die Kupplung jetzt verschleißt und dünner wird, kommt die Feder nach hier wieder raus. Das heißt, wenn in dem Moment da kein Platz ist, dass das Ausrücklager arbeiten kann, würde das hier sofort wieder verschleißen. Dann habe ich von Tilton auch nochmal einen neuen Ring bestellt. Es gibt nämlich zwei verschiedene Versionen. Diese Version in Plan und diese Version in Convex. Plan auf Plan hätte das Problem, dass man jetzt hier so beim Treten ja die Feder wahrscheinlich hier außen belastet und nicht eigentlich innen auf der Zunge. Jetzt hier mit der schrägen drückt man natürlich richtig schön genau am längsten Weg der Feder. Das heißt, dort ist natürlich auch die Kraft am geringsten und der Weg am längsten. Das heißt, man müsste auch ein bisschen Gefühl im Pedal haben. Ja, den müssen wir am Ende hier noch ersetzen oder drauf pressen. Das geht relativ einfach, weil man kann nämlich hier einfach wirklich das Lager ganz easy zerlegen und dieses Ausrücklager, hier ist ein Lager drin, wird da einfach drauf gepresst. So, da ich jetzt aber in der Schnelle nicht kaputt machen will, sind nämlich nicht ganz günstig, liegt glaube ich bei 500 Euro so ein Ausrücklager. Oh. 500 Euro ist jetzt für einen Zentralausrücker natürlich viel Geld, weil ich sag mal, ein originales Sachs-Lager kostet 80 Euro, 100 Euro. Ich habe aber auch schon Ausrücklager gesehen, Lamborghini. Ich glaube 3000 Euro. Ja, da ist dann ein kleiner Steller mit dran, also nicht ein Steller, sondern ein Sensor, das erkennt, also der Sensor erkennt, wo das Lager steht und somit errechnet er sich den Kupplungsverschleiß. Weil das besagte Thema, was ich gerade sagte, je mehr die Kupplung verschleißt, je weiter kommt die Feder raus. Das heißt, die Nullposition des Lagers verändert sich und darüber errechnen sich die ganzen automatisierten Schaltgetrieben, also die Autos, die eine normale Kupplung haben, mit einem automatisch betätigten Ausrücker, wie die Kupplung verschlissen ist. Also nur deswegen fahren die Autos überhaupt einigermaßen seicht, weil jeder, der von euch ein paar Meter Kupplung schon mal gefahren ist, Schaltauto, merkt ja, dass die Kupplung im Laufe eines Fahrzeuglebens sich verändert. Und das muss ja auch irgendwo das Gehirn der Rechner haben und das macht er über einen Sensor, der in dem Ausrücklager drin ist. So. Ja, aber man merkt schon, wenn man es in der Hand hat, dass das einfach auch ganz anders gefertigt ist, alleine von der Lagerung, die hier drin ist. Und so weiter. So, okay. Das heißt, wir können jetzt das Ganze hier einmal reinwerfen. Dann sieht man auch relativ schnell, dass das auch alles wirklich vom Platz her echt aufs Minimum langsam ist. Weil auch hier sieht man nämlich, dass hier überall sonst gar kein Platz mehr ist, um eine Schraube reinzudrehen. Man kommt da überall dran und so weiter. Aber so passt das jetzt gerade so wieder rein. Das ist jetzt auf Minimum. Jetzt breche ich mir wieder die Finger und schmeiße irgendwie hier diese Kupplung rein. Die ist nämlich in Summe nicht gerade leicht. Man kann so schlecht reingreifen, also auf der Seite hier geht's. So. Und wie ihr seht, passt es nicht. Das war aber, nee, aber das war so das geplant. War, ja. Genau, das ist so geplant in Anführungsstrichen. Auch die Gegenseite, der Block, wo das Getriebe rankommt, da steht die Kurbelwelle mit der Fläche auch noch 5 mm raus. Aber original hat dieses Fachzeug ja, diese Zwischenplatte, die habe ich euch letztes Mal auch schon gezeigt. War begeistert, bei Audi sind tatsächlich die passenden Führungshülsen dafür noch lieferbar. Die habe ich mir mal schnell gegönnt. Die kommt am Ende einfach in den Block.
und zentriert das Ganze. Sind auch übelst wichtig, weil das Wichtigste an so einer ganzen Sache ist, dass dieses Getriebe eine perfekte Flucht mit dem Motor hat. Warum? Weil, wenn diese Welle vom Getriebe nicht perfekt fluchtet mit der Welle, die aus dem Motor kommt, der sogenannten Kurbelwelle mit dem Schwungrad drauf, habt ihr die ganze Zeit einen leichten Achsenversatz. Und dann könnt ihr natürlich euch überlegen, was passiert, wenn beide Wellen sich drehen, beide Wellen aber fest sind. Die kann ja nicht so mitgehen, sondern die laufen die ganze Zeit gegeneinander und verbiegen sich. Und ratzfatz ist es kaputt. So, egal. Also, und zack, so sieht das Ganze doch schon deutlich besser aus. Ein einziges gemachtes Teil angepasst und direkt wieder eingesaut. Wieder Schrauber. Direkt wieder eingesaut hier. Machen wir mal hier ein bisschen genauer. Jetzt messen wir mal einmal hier die Tiefe. Nicht verwundern, ich habe es so genullt. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, ziehe ich das quasi ab. Das heißt, wir haben jetzt 11 mm dazwischen. Sieht gar nicht nach 11 mm aus, ne? Nee. Sieht super. Das ist immer, wie man sich immer verschätzt, ist immer wieder... Mal wieder krass. 11 mm. Geil. So, ich habe euch ja gesagt, wir brauchen 5. Also, das ist jetzt ja unsere Fläche vom Block. Das Schwungrad steht 5 mm raus. Wir haben 11, das heißt, wir haben 6 mm Spielraum, bis das Ausrücklager ganz eingedrückt ist, wie es jetzt gerade ist. Das heißt, selbst wenn die Feder ein bisschen nachlässt und rauskommt, haben wir 6 mm. Da würde schon lange die Kupplung rutschen. Ich denke mal, 1-2 mm haben wir da vielleicht. Aber wir haben auch ein bisschen Platz, dass das Ausrücklager ein bisschen arbeiten kann. Also mit dieser Zwischenscheibe, welche original auch verbaut ist, welche ich jetzt rückwirkend auch gerne verbaue, weil es doch ganz cool ist, wenn das Getriebe wieder ein bisschen nach hinten an die Originalposition wandert. Das war natürlich schade, dass wir das nicht gemacht haben, bevor ich die Getriebehalter gebaut habe, weil jetzt logischerweise Getriebehalter nach hinten wandert. Macht aber absolut gar nichts, weil die Getriebehalter so massiv ausgelegt sind, dass ich die auch ohne Probleme die nur den Verschraubungspunkt ein bisschen versetzen kann zwischen Auflagefläche und Auflagefläche, weil gebohrt haben wir sie nämlich noch nicht. Ja, cool. So, eine Baustelle wieder weniger. Das heißt, jetzt Lager umpressen und wir können das final montieren. Aber im letzten Video habt ihr auch gesehen, wir waren mit dem Abarth auf dem Prüfstand. Wir gehen mal in die Garage rüber und ich zeige euch da mal den aktuellen Stand. Abarth! Das Fahrzeug, was mir sehr viel Freude bereitet. Wir waren auf dem Prüfstand bei KKS. Es lief fast alles nach Plan. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, ich fasse es nochmal kurz einmal zusammen. Wir haben nur den gemachten Kopf verbaut und haben tatsächlich bei ungefähr gleichem Ladedruck fast 70 PS mehr Leistung. Was halt für den ganzen Motor deutlich entspannter ist. Wir können 8 Grad mehr Zündung fahren, was wiederum sagt, die Temperatur, Abgastemperatur, geht deutlich, deutlich runter. Weil je früher man zündet, je mehr Temperatur ist im Brennraum, weil bis zu dem Zeitpunkt, wo das Auslassventil aufgeht, schon mehr von der Verbrennung stattgefunden hat, weil man halt früher zündet. Deswegen geht die Abgastemperatur runter. Leistungsmäßig konnten wir nicht viel, viel mehr machen, 427 PS, weil dann mal wieder dieser Stopfen da unten rausgeflogen ist. Mhm. Erstmal ganz kurz, ich liebe wirklich auch das Schrauben an diesem Auto, weil zwischen Stopfen ist rausgeflogen und das Ding steht hier so, es waren vielleicht, keine Ahnung, 10 Minuten, wenn es hochkommt. Also es ist wirklich... Ist wirklich so schrauberfreundlich gebaut. Man kann den Motor, weil man muss zum Stopfen wieder reinmachen, den Motorhalter abnehmen. Motorhalter abnehmen, wie der Name schon sagt, Motorhalter, der Motor hält nicht mehr. Da kann ich einfach immer unter die Ölwanne in Traverse stellen. Und schon können wir den ganzen Motor, kann ich einfach Karosse hoch und runter fahren. Mhm. Und schon, jetzt kannst du ihn noch umgehen. Wir wollen übrigens dieses Wochenende einmal nochmal Bilzer Berg fahren. Deswegen müssen wir das Fahrzeug hier wieder ins Stand setzen. So, da unten seht ihr den besagten Deckel. Dieser Deckel ploppt immer raus. Hier neben ist die Wasserpumpe. Das heißt, da wo am meisten Volumen ist, direkt daneben sitzt dieser Deckel. Und ihr seht, dieser Deckel hat 50 mm. So, und dieser Deckel ist auch für einen Froststopfen wirklich ein großer Deckel. Normalerweise haben so Froststopfen vielleicht 15 bis 25 mm. Der hier hat 50 mm. Und jeder weiß, die Fläche wird im Durchmesser exponentiell mehr. Das heißt, das Ding hat richtig Fläche, das heißt, der fliegt auch relativ einfach raus. Warum der rausfliegt, da kommen wir gleich zu. Trotzdem wollte ich eine Lösung, dass der nicht mehr rausfliegt, weil ich halt jedes Mal Zahnriemen abmachen muss, Steuerzeiten einmessen und so weiter. Deswegen habe ich ganz schnell diesen Alubügel davor gemacht. Sieht man den ja, ne? Das obere Gewinde hier, das ist nämlich nicht mehr in Benutzung. Mhm. Das war früher hier so mit, wenn du hier so Klima und alles noch dran hast. Das heißt, ich bin einfach unten an die Aussparung gegangen, habe da eine kleine Stufe reingefräst.
5 mm Alu rüber festgezogen, schön vorgespannt, habe den Deckel nochmal wieder mit Welle-Narbe fügen eingesetzt. Weil ich weiß, Welle-Narbe fügen ist ein Klebstoff, der wird mit Temperatur wieder lose, aber der hier ist bis 200 Grad und wenn ich da 200 Grad habe, dann ist eh vorbei. Weil da ist logischerweise Wasser hinter, das Wasser hat mit Pech mal 100, 110 Grad, aber keine Zone. So, das heißt, das ist jetzt für mich die Lösung, wie ich hoffe, dass der Stopfen dafür immer drin bleibt. Was jetzt natürlich nicht heißt, gebe ich euch vollkommen recht, dass das Problem weg ist. Weil es hat einen Grund, warum dieser Stopfen da rausfliegt. Wenn dieser Stopfen da rausfliegt und er jetzt nicht mehr rausfliegt, wird irgendwas anderes passieren. Und das müssen wir natürlich umgehen. Ich habe lange darüber nachgedacht, warum ist das so und bin auch zu dem Entschluss gekommen, dass es mit dem Wärmetauscher was zu tun hat. Es gibt die Variante, dass wir mittlerweile leistungsmäßig so weit sind, dass sich der Kopf anhebt durch den Ladedruck. Muss ich ja immer vorstellen, die Kolben gehen hoch, es gibt eine Verbrennung, eine Explosion. Je krasser diese Explosion ist, je mehr Leistung, je weiter drückt sich der Kopf nach oben. Und in dem Moment kann es natürlich schon sein, dass er mal in den Auslasskanal, also nicht in den Auslasskanal, sondern in den Wasserkanal, durchschiebt. Jetzt habe ich allerdings an der alten Kopfdichtung gesehen, dass ich da keinen Durchbrand sehe. Und sowohl an dem Drucksensor als auch mit einer CO-Messung im Wasser sehe ich eigentlich, dass da keine Abgase reingehen ins Wasser. Deswegen glaube ich das eigentlich nicht. Das heißt, es muss irgendwas zu tun haben mit dem Wasserkreislauf. Und da habe ich mir jetzt Folgendes überlegt. Warte, wir entlasten den Kollegen mal kurz ein bisschen. Das heißt, ich mache jetzt Folgendes. Hier hinten habe ich euch ja gezeigt, diese Schleife. Also das ist da hinten jetzt gerade schwer drin zu sehen. Aber das Wasser, was jetzt gerade aus dem Kopf kommt, muss durch dieses Rohr und geht dann wieder vor die Wasserpumpe. Und dabei werden Druckspitzen entstehen, wo scheinbar wirklich direkt hinter der Pumpe der Druck kurzzeitig so hoch ist, dass es plopp macht und der Deckel ist raus. So ist unsere aktuelle Vermutung. Da ich aktuell keine Lust habe, den Wärmetauscher wieder einzubauen, weil das heißt Käfig raus, Armatur mit raus und so weiter, plus ich will ja gerade keinen haben, muss ich jetzt erstmal eine Lösung fürs Wochenende finden, die entspannter ist. Eigentlich würde ich jetzt einen Zusatzwasserkühler einbauen. Jeder Wärmetauscher ist ja quasi ein Wasserkühler. Hier, ich habe ihn nicht mal geholt. Also diese beiden Anschlüsse habe ich jetzt gerade quasi gebrückt und das Ding steht im Innenraum. So, am allerliebsten würde ich das Ding jetzt natürlich einfach irgendwo in Farbwind platzieren und gleich als Wasserkühler nutzen, bevor ich es innen wieder einbaue. Hm. Aber jeder weiß, irgendwo einen Wasserkühler platzieren auf einer Rennstrecke, der muss vibrationsfest sein, der muss halten. Den kann man nicht einfach jetzt hier so reinstellen und fertig. Das heißt, über kurz, über lang würde ich das eher nutzen, um einen weiteren Kühler anzuschließen. Hm. Was kann ich machen statt einem weiteren Kühler? Folgendes, mir ist beim Wasser ablassen, ist mir etwas eingefallen. Und zwar habe ich hier, wenn ihr reinfällt, Nico, habe ich praktischerweise hier an dem Wasserkühler ein Gewinde zum Wasser ablassen. Da drehe ich jetzt einfach einen Schlauchstutzen rein und gehe mit dem Wasser, welches aus dem Zylinderkopf kommt, in den Wasserkühler rein. Das heißt, statt einem externen kleinen Wasserkühler nutze ich einfach meinen jetzigen Wasserkühler und schicke das Wasser auch noch durch den Wasserkühler. So ist zumindest aktuell mein Plan. Das ist dann das bisschen das gleiche wie das Thermostat umgehen, weil das Wasser, was durch das Thermostat geht, kommt ja auch hier an. Das ist der Wasseranschluss hier nach dem Thermostat. Mhm. So ist mein Plan. Das heißt, ganz easy, einfach nur hier, wir haben hier so Einschrauber auf Schlauch, die drehen wir hier schön rein. Okay, Gewinde ein bisschen klein, muss ich einen größer holen, aber so grob sieht das aus. Ja. Einfach nur ein Schlauch zum Zylinderkopf und auf das Rohr ein Stopfen. Dann bin ich eigentlich der Meinung, muss ich auf jeden Fall safe sein, dass auf der Rennstrecke am Wochenende nichts rausploppt. So ist der Plan. So, jetzt geht's weiter im Innenraum. Ah ja, kleine Überraschung für euch. Der Grund, warum ich im letzten Video so heiser war, war nicht, weil ich irgendwie krank war oder ähnliches, sondern die Jungs, meine Jungs, vielen Dank an alle Beteiligten, haben mich überrascht. Weil sie haben mir zum Geburtstag ein Geschenk gemacht und ich bin selten sprachlos. Ich war das erste Mal sprachlos, als sie hier vor der Tür stehen, weil ich Angst hatte, was geht jetzt ab. Und das zweite Mal war sprachlos, war ich, als ich das Gerät gesehen habe. Echt, 10 von 10, das passt so gut. Es hat jegliche Gedankengänge, die ich hatte, hat es wieder geändert, weil ich diese Farbkombi zwischen Weiß und Neonorange, das ist nicht unser Alus-Orange, sondern ein bisschen Neonfarbe, kräftiger, finde ich einfach so geisteskrank krass. Das ist wirklich vor allen Dingen auch, also das ganze Design, das ist alles, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, mit der Airbrush gemacht, also abgeklebt und mit Airbrush. Und jeder kann sich vorstellen, was das für ein Aufwand ist, wie oft man das Ganze abklebt, weil man natürlich jedes Mal neu abkleben muss. Man kann ja nicht, man kriegt das ja nicht so abgeklebt, dass man alle vier Farben gleichzeitig macht, sondern für jeden Spritzvorgang muss man einmal neu abkleben. Ne? So, und das ist einfach so, ja, ne? Die ganzen Beteiligten, vielen, vielen Dank. Dann haben wir hier noch in klein FK für meinen Sohn.
KK für meine Frau, die soll auch nicht zu kurz kommen. Und dann dieses verspiegelte Visier, finde ich einfach übelst geil. Komm, setz auf. Einmal aufsetzen, ne? Ja. Ja, es sieht schon echt. So, hier für Handschuhe. Sehr geil. Formel 1 geht klar, oder? Ja, zeig nochmal von der Seite. Ja, das sieht richtig gut aus. Also, vielen Dank, Jungs. Das ist mir wirklich eine Ehre. Ich werde ihn in Ehre tragen. Eigentlich kann ich ihn gar nicht tragen, weil er einfach viel zu schade ist. Achso, ja, und dann hat Ron, ne? Ron kann es einfach nicht sein lassen. Noch die passende Helmtasche dazu gemacht. Ne? Ja, mit Design vom Helm, das wird jetzt schwer filmen können, und Alcantara reingelasert. Krank. Ja. Okay. So, jetzt geht's aber weiter zu diesem Helm. Viele von euch haben sich auch die ganze Zeit schon gewünscht. Brauchen wir natürlich, weil es nämlich ein Helm mit Hans ist, ein sogenanntes Hans-System. Das heißt, man hat auf beiden Seiten eine Öse und in diese Öse wird dieses System eingehakt. So, das heißt, das schiebe ich mir hier über den Kopf. So. Und klack, kommt das an den Helm dran. Und hier rüber kommen die Gurte. Jetzt ist nur die große Frage, wie ich damit da drin sitze. Wenn wir mal Pulli mal ausziehen müssen wegen der Kapuze. Und dann, ja. Der Moment, wenn du dich noch nicht mehr traust, die Tasche auf den Boden zu stellen. Weil der Boden, die Tasche ist wirklich viel zu schwer. Weil der Boden zu dreckig sein könnte hier. Ne? Nächster Punkt, bevor ich mich reinsetze. Hier oben. Ja, geil. Von EcoMaster ein Keyboard, welches nur 4 Kabel hat. Das heißt plus minus, can high, can low. Das heißt, dieses Ganze kann nichts schalten in Form, dass es einen Arbeitsstrom schaltet, sondern es kann nur über CAN-Bus quasi Signale geben. Bitte schalt dies, bitte schalt das und so weiter. Warum das Ganze? Relativ einfach für mich in dem Moment ist, ich habe für dieses Wochenende vor, also ich bin in der Zwischenzeit wieder ein paar neue Autos auf der Rennstrecke gefahren und ich bin mit dem Auto immer noch viel, viel, viel zu wenig gefahren. Also ich glaube schon, dass ich mittlerweile echt gut fahren kann, aber man muss noch viel, viel mehr fahren. Viel, viel mehr fahren. Was schätzt du, wie viele Kilometer das Auto schon runter hat jetzt? Habe ich dir schon gesagt? Nee. Seit das Projekt losging? Nee, seit das ganze Auto. Also ganze nicht Auto. Das alte Auto, aber seitdem ich ihn neu lackiert habe, das Steuergerät eingebaut habe und so weiter. 3000 Kilometer? Das 1800. Ist wahrscheinlich viel, ne? Ja. 1800 Kilometer, ne? So, ne? Und ich bin ja keine Straße gefahren und nichts. Also das waren schon von diesen 1800, waren so mit 1500 auf der Rennstrecke. Aber die Jungs, die wirklich viel fahren, speziell die Jungs an der Nordschleife, ich sag mal, die fahren 1500 Kilometer, glaube ich, an einem guten Wochenende. Ohne Probleme, ne? So würde ich jetzt mal sagen. Auf jeden Fall im guten Monat. Egal. So, was hat das jetzt mit dem Hiermit zu tun? Das hat Folgendes hiermit zu tun. Ich möchte variabel am Lenkrad die Leistung hoch und runter regeln können. Weil es kommt jetzt der Punkt, gerade auch so mit den ganzen Sensoren, Reifentemperatur und so weiter, wo ich gerne selber während des Fahrens, wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, ich will mal ein bisschen die Linie testen, glaube ich, kann ich das besser, wenn ich leistungstechnisch nicht immer so krass am Limit fahre. Das heißt, wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal sage, ey, Reifen ist auf Temperatur, ich will jetzt mal 5 Runden lang wirklich mal Linie testen, dann habe ich folgende Idee gehabt. 4 Knöpfe, 4 Gänge. Okay, ist ein 5-Gang. Erste Gang fahre ich aber eh Minimumleistung. Das heißt, ab dem zweiten Gang kann ich einfach meinen Ladedruck hoch und runter machen. Das heißt, wir hinterlegen diesem Knopf eine Trimmung des Ladedrucks in dem Gang. Das heißt, ich kann zum Beispiel einstellen, Mitte ist das, was ich normalerweise immer fahre. Nun kann ich ein 1/10 Bar weniger oder ein 1/10 Bar mehr machen. Und das kann ich zweite, dritte, vierte und fünfte Gang machen. Das heißt, wenn ich jetzt am Wochenende fahre, würde ich nicht wie sonst immer direkt mit 2 Bar 370 PS anfangen, sondern ich würde wirklich mal 2, 3, 4 wirklich einfach mal 0,3, 0,4, 0,5 rausnehmen und dann wirklich einfach mal fahren, fahren, fahren. Auch vielleicht gar nicht unbedingt mit Kamera, also natürlich ist die Kamera mit dabei, aber gar nicht so mit Moderation und so weiter, sondern einfach mal, ich weiß nicht, jeder von euch, der mal Rennstrecke gefahren ist, der kennt das, wenn man wirklich mal eine Stunde am Stück mit dem Auto fährt, kriegt man einfach eine ganz andere Bindung zu dem Auto. Und für diese Stunden fahren brauche ich nicht 350 PS, das geht auch mit 250 PS. Natürlich habe ich noch jede Menge andere Funktionen, wie, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht, weil du kannst hiermit nur alles schalten, was ich über CAN-Bus schalten kann. CAN-Bus schalten heißt kein Arbeitsstrom, sondern du brauchst ein elektrisches Steuergerät, was dann schaltet. Das geht bei mir noch nicht so viel, aber ich kann zumindest alles schalten, was im Motorsteuergerät schaltbar ist. Das heißt, ich kann zum Beispiel hier so einen Pit-Limiter reinmachen, dass ich nur auf 60 fahre. Also man kann auch alles andere mitschalten, ist ja nur ein bisschen aufwendiger. Jetzt kommt der nicht ganz so schöne Teil und zwar, ich finde, das Ding ist einfach falsch rum aufgebaut. Man muss, guck mal, ich greife hier zwischen. Das ist eigentlich gedacht für größere Lenkräder, dass der Weg zum obersten Knopf vom Daumen her gut ist. Ich finde es ehrlich gesagt, aber für dieses Lenkrad wäre ich so eng hier zwischen, dass gerade mit Handschuhen
ich meinen Daumen nicht mehr rauskriege. Und das ist richtig gefährlich. Also, wenn ihr mal einen Abflug macht und nicht die Hand aus dem Lenkrad kriegt oder man muss mal schnell gegenlenken und der Daumen steckt hier fest, ist der schneller gebrochen, als er gucken wird. Guck mal, wenn ich das so hier drauf schraube, wie eng das hier ist. Mein Plan ist jetzt, ich finde es sogar optisch sogar geiler, ich schraube so rum drauf. Dann habe ich hier Platz. Ja, stimmt. Kommen mal die Knöpfe besser ran. Natürlich ist das Logo dann falsch rum. Aber ich sag mal, einen Alu-Sticker rüber. Das Logo ist das Letzte, was uns auffällt. Ne? Die Zahlen sind auch alle falsch rum, das macht ja nichts. Wenn ich das Ding drin habe und das alles funktioniert, der Winter steht ja vor die Tür. Ihr habt ja an dem Helm gesehen, ich habe einen geilen Freundeskreis, dann fällt mir bestimmt irgendwas ein, was ich nochmal kann. Aber ich will es einmal einbauen und mich einmal auch mit Hansen so reinsetzen. Wir sind gleich wieder da. Wie habe ich gelernt, für Nordschleife ist das hier der Wichtigste, ne? Wieso? Achso, Lichthupe. Der Blitzer. Oder was? Der Flasher. Das Flashlight. Das ist auch komisch. Wobei ich weiß gar nicht, ob der Flasher blau ist. Kann auch sein, dass der Flasher weiß ist. Das würde auch Sinn machen. Aber ich weiß auf jeden Fall, Flasher ist auf jeden Fall. Bei der Limo könnten wir über das Panel alles machen. Weil bei der Limo habe ich ja keinen Sicherungskasten mehr mit Relais, sondern da habe ich ja nur noch die PDM. Die PDM ersetzt ja den Sicherungskasten und kann per CAN-Bus jeden Schaltvorgang auslösen. Nicht Schaltvorgang so schalten, sondern einen Stromkreis schalten. Das heißt, da könnte ich sagen, links blinken, rechts blinken, Hupe, Servolenkung, ja, Licht, blinken, Warnblinklicht und alles so, ne? Da geht das dann. Also, optisch haut es mich jetzt noch nicht ganz so rum. Es wird viele geben, die sagen, boah, brutal geil und so weiter. Ich kann es euch nicht sagen, warum. Ich glaube, es ist so ein bisschen das Lenkrad. Also, dadurch, dass das so minimal auch raussteht, glaube ein bisschen geschüttelten Lenkrad, wenn es ein bisschen tiefer drin wäre, wäre das vielleicht ein bisschen besser. So. Kann sein. Aber jetzt kommt der spannende Moment. Warte, ich bin gleich wieder da. Ich weiß nicht, ob ich das im letzten Video schon gezeigt hatte. Wir haben mal einen, Flo hat mir ein paar Spacer gedreht. Das ist jetzt Maximum, was wir rausholen konnten, dass der Shift da schon mal ein bisschen näher kommt. Nächster Step ist auch, wir setzen den Knauf noch ein bisschen höher, dann ist immer schon ein bisschen besser. Ja, es ist tatsächlich, wenn man von vorne drauf guckt, ist es jetzt natürlich höchstgradig irritierend mit dem Logo so rum. Mhm. Und es ist halt, es ist zu nah. Also ich kann aber auch nicht weiter ran. Das heißt, wir bräuchten definitiv eher ein leicht geschüsseltes Lenkrad, dass es ein bisschen tiefer drin ist. Aber sonst so, ich sehe mich schon so, also auf der Runde die Gänge auch verschieden. Also weißt du, so immer Start-Ziel, okay, alles klar, da brauchen wir viel Saft. Mhm. Start-Ziel ist zum Beispiel so ein Punkt, da komme ich nicht ansatzweise im vierten Gang bis kurz vorm Begrenzer. Wenn ich auf Start-Ziel 50 PS drauflege im vierten, bin ich sofort 10-20 km auf Start-Ziel gerade schneller, wo dann wieder richtig Zeit kommt. Auf der Gegengerade fahre ich im vierten Gang eh in Begrenzer und rolle dann so durch. Da könnte ich auch 50 PS wegnehmen und fahre trotzdem Begrenzer. Ne? Jetzt kommt nämlich da bald der Punkt, wo man sich so professionell anschnallen lassen muss. So, und hier seht ihr jetzt, das ist eigentlich zu breit. Ja, verstehe. Also das wird trotzdem gehen, ne? Wo soll da hin der Gurt, ne? Ja, ist das nicht besser, wenn du dich erst... Doch, ich will es aber gerade fühlen. Ich will das gerade. Okay. Ich will das einmal ohne Helm gerade. Komme ich jetzt gerade mit dem Helm gegen den Sitz oder gegen das Hans? Von hier sieht's aus wie Sitz. Okay, das wäre gut. Ja. Das Hans gibt es nämlich in verschiedenen Winkeln, 20 und 30 Grad. Und das hängt davon ab, wie schräg der... Oh, ich stelle die ja mal auf die Bühne und lehne ich nochmal ran. Ich habe keine Ahnung, ob das hier jetzt so richtig sitzt oder wie das sitzen muss. Das müssen wir uns dann nochmal in Ruhe angucken. Aber warte mal, wir haben ja hier... Das ist das Hans. So. Kriege ich das so selber dran? Eigentlich schon. Aber das sieht sehr gut aus, muss ich sagen. Aber wie ist so vom Blickwinkel? Also, der Blickwinkel passt. Hm. Es ist jetzt natürlich so, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie weit dieses Teil jetzt hier nach vorne oder hinten muss. Muss das so sitzen oder muss das eher so sitzen? Ich glaube, man sieht gerade gar keinen Unterschied, oder? Ja, ich kann es so ein bisschen hin und her schieben. Es ist natürlich... Das ist natürlich ungewohnt, weil das sieht man hier. Sonst ist der Gurt eher so am Körper dran. Und jetzt liegt der Gurt logischerweise auf dem Hans und drückt mich komplett so runter. Das finde ich ist schon ein Unterschied. Vom Gefühl her. Das Einzige ist halt, ich kann mir den Kopf nicht weiter nach hinten. Ja gut, das wirst du nicht brauchen. Aber immerhin als Sonnenbrille. Und für die Optik. Aber stell dir mal vor, du fährst mit einem Porsche auf der Rennstrecke. Hm. Und dann kommt ein Abarth vorbei, so mit so einem Sitz hier und dann noch so einem Helm, ne? Ja, ja, so viel zum Thema Abarth. Jetzt gehen wir nochmal rein, warten mal kurz auf Tom und dann geht's mit Limo weiter. Ja, so ein Video mit so viel Inhalt hatten wir lange nicht. Hallo erstmal. Mahlzeit. Das ist Tom, falls er noch nicht kennt. War beim Friseur.
Auszubildender seid. Stimmt, dazu ist ein neuer Azubi in ein paar Jahren. Ja, wenn die Supra dann 1000 PS hat, dann ist ein das Student abfertig. Student. Ja, also ich bin mal gespannt, wer jetzt gerade schon erraten hat, was das hier wird. Du, weißt du es, Nico, was das hier wird? Ein Tank? So aus Elfer Arnos hier, oder? Für den neuen. Ja, zum Abhängen. Nein, ich habe wirklich lange überlegt, wie wir den Tank hier bauen. Und das ist jetzt der Plan. Erstmal vielen Dank an Hannes, der so spontan schnell aus 2 mm aus meiner Zeichnung der Dinge gekantet hat. Das wird mal ein Tank und zwar eigentlich wird das Ganze so. So. So, dann müssen wir gleich nochmal einmal abzeichnen. Ne? Genau. Also, eigentlich können wir das so ganz gut zeigen. So reicht das eigentlich schon. So, dann logischerweise hier noch. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum die Form? Das ist relativ einfach. Und zwar, wir haben ja wochenlang auf den Gerät hier gewartet. Und dieses Gerät kommt hier. Zack. So. Also er sieht live, ehrlich gesagt, größer aus, als ich gedacht hätte. Jetzt wiederum, wenn ich ihn so sehe, muss ich sagen, sieht er dann doch nicht so groß aus. Weil man sieht ja so schon. Also hier kommt ja noch dieser, ja, müssen wir gleich mal gucken. Ich habe im letzten Video gezeigt, wir haben diesen Schweißflansch hierfür. Mhm. Der soll tatsächlich oben drauf. Mhm. Und dann so innen verschweißt werden. Meinst du, es geht? Mhm. Ja. Muss ja. Muss halt dicht sein, ne? Aber andererseits, wenn hier die ganzen Nähte dann dicht sind, dann wird es ja oben auch drauf, ne? Ja, egal. So, dieses Teil kommt dann hier rein. Ich würde es jetzt gerne irgendwie. Wo sitzt das denn hier? Das biegt sich jetzt ein bisschen. Eigentlich ein bisschen, ne? So, also eigentlich kommt er auch noch ein bisschen hoch mit dem Schweißflansch. Ja. So sitzt er dann hier, knapp drüber, drunter. Und grob, warum haben wir das gemacht? Relativ einfach, der sitzt komplett hinter der Hinterachse. Auch der einzige Platz, wo ich Platz habe. Einzige Stelle, wo ich Platz habe. Warum keinen Originalen? Ja, boah, dieser Originaltank, es gibt keinen schlimmeren Tank. Echt? Ja. Okay. Also der hätte jetzt mit der Achse eh nicht mehr gepasst, weil der so über die Achse, hinter der Achse, nee, muss sowas. Und hier aber ausgespart, weil irgendwo muss ja mein Auspuff noch lang. Ich habe mich jetzt ja entschieden, dass es dann doch ein bisschen mehr nach Auto aussehen soll. Dazu gehört für mich halt ein Auspuff, dass man halt sowohl Sound als auch Optik hinten raus hat. Und dafür muss irgendwo der Auspuff lang und das wird nämlich genau hier sein. Ich weiß, das sollte nicht, wo der hin soll. Echt nicht? Nee. Ich hab dir bis eben gedacht, so Reserveradmüll, so ein bisschen, keine Ahnung, Alter. Ja, deswegen ist mir auch gerade eingefallen. Ja. Wir haben ja zufälligerweise noch eine Achse hier. Wir gehen gleich mal zum Auto. Also das seht ihr dann im nächsten Video, wie das dann final alles kommt. Aber grob gesagt ist es ja so. Mhm. Weil auf der Seite hier, wie man ja auch im Stabi sieht und hier so, irgendwo kommen ja zwei Rohre durch. Ich will ja 2x89 nach hinten bauen. Mhm. Das heißt, die gehen da irgendwo durch und hier so sitzt dann irgendwo halt noch ein bisschen Topf und so weiter. Und der eigentliche Tank sitzt so. Wenn ich mich nicht vermessen habe. Und was die Leute noch nicht wissen, was du auch noch nicht weißt. Ich weiß eh, wie viel jetzt mal nicht ernst. Ich werde leider ein Loch in die Carbonplatte machen. Na gut, oh mein Gott. Wenn Tom das so entspannt sieht, dann ist das so. Nein, natürlich will ich mit dem Ganzen maximal hoch. Der ist jetzt gerade von der Höhe auch so gebaut, dass er nicht tiefer als das Diff ist. Aber wir müssen ja irgendwie auch, es geht mir gar nicht unbedingt ums Betanken oder um die Leitung, wie auch immer, das würde ich geregelt kriegen. Aber was macht man, wenn beim Event mal irgendwas nicht funktioniert? Mhm. Na klar, kann ich den ganzen Tank einfach ablassen. Das ist aber mit Sprit und so drin stressig. Auch nicht so einfach. Ich kann mir eine kleine Klappe ins Carbon machen, wo das dann drauf kommt. Außerdem ist ja kein Straßenauto mehr. Streetcar! So, das Ganze sind auf jeden Fall 2 mm und vom Volumen her errechnet waren es jetzt ungefähr 30 Liter. Das finde ich vollkommen in Ordnung. 30, der passt dafür schon. Guck, siehst du, hier müssen wir beim Schweißen auf jeden Fall achten, dass das ein bisschen. Das kommt aber zusammen Punkten. Ja, ein bisschen wieder auseinanderkommt. Und dann sitzt er hier eigentlich, hier kann man es besser zeigen, ziemlich genau so drin. Glaube ich sogar optisch eigentlich ganz geil. Ja. Alles was hier so, das ist nicht viel, das sind nochmal 5 Liter. Ja. Die laufen natürlich sofort hier rein. Und alles was hier steht, pumpen die beiden Pumpen einfach intern in den Kettstangen fertig. Den hier kann ich mir überlegen, mal hier hin, mal hier ganz nach außen. Das kann man dann gucken. Und zwar, hier ist der Swiffer. Nein, guck mal Nico, wenn du hier reinfilmst, die Stoßstange ist original auch so verschraubt.
Man steckt etwas in den Längsträger rein und schraubt es durch den Längsträger von unten, ist ein Gewinde. Okay. So. Und genau so würde ich gerne den Tank verschrauben. Nur nicht durch den Tank, sondern wir machen ganz entspannt, easy hier zwei Laschen dran und gehen einfach von oben mit zwei Schrauben durch den Längsträger durch und in der Lasche ist einfach ein Gewinde. Und schon können wir den Tank von hier aus einfach... Mit dem Beinschrauben hier was? Nein. Also auch mit Titanschrauben hier? Ja, das ist schon klar. Übrigens, das ist so eine ganz kranke Größe, die es halt so nie zu kaufen gibt. Und ich habe durch Zufall auch fürs alte Auto damals schon bei eBay verkauft, einer diese Titanschrauben. Aber du hast an der alten immer andere. Ein bisschen anders, ne? Aber auch schon so Spezialschrauben schon. Ja. Die sind garantiert in irgendeinem Flugzeugwerk irgendwie vom Triebwerk mal abgefallen, weil sie nicht mehr benutzt werden dürfen oder so. Ja, die sind so lang. Das ist irgendwie so eine 120er M8-Schraube oder so. Oh. Was eigentlich keiner hat. So, egal, pass auf. Ich leg mich mal einmal unter den Lachs hier und zeig dir mal, wie das Ganze da drin liegt. Oh, scheiße, vermessen. Jetzt würdest du anders sagen. Na komm, guck mal hier. Ich find's eigentlich ganz geil, ehrlich gesagt. Guck mal, hier habe ich sogar ein Gewinde. Das können wir theoretisch, wenn wir wollen, sogar ranschrauben. Mhm. Vor allem, guck mal, wie viel Platz hier noch für Ausbruch da ist. Oh. Vor allem Topf. Ja, reicht ja einer. Also, wir können sogar ein bisschen runter. So, guck mal, selbst das ist ja noch genug Luft. Mhm. Hier ist noch genug Luft für einen schönen Diffusor, den wir da ran machen wollen. Plus, jetzt ist das Problem, wir können auch gar nicht flacher werden, weil das ist jetzt die Minimumhöhe für den Catchtank. Noch weniger geht nicht. Ja. Also, wenn wir es dann wirklich auf Minimum übertreiben wollen, dann machen wir den, also Loch rein und die Leitung oben durch. Das wäre wirklich dann von der Höhe her Minimum. Oder wir sagen uns, scheiß auf die 3 cm. Wir machen den Ganzen ein bisschen tiefer und gehen mit den Leitungen eher hier irgendwo lang. Das können wir uns dann überlegen. Weiß Artium schon Bescheid? Nee. Noch nicht. Aber dann ist das... Also ich fand die Lösung so auf jeden Fall am geilsten. Und die Frage ist, wo Artium mehr sauer ist. Wenn ich ein Loch hier reinbohre oder wenn ich in seine Sichtcarbon-Stoßstange hinten einen kleinen Diffusor-Cut mache. Oder ein Seitenteil. Nee, jetzt nicht. Wir, was machen wir jetzt? Wir ein bisschen welchen. Punkten das jetzt erstmal. Wahrscheinlich, würde ich jetzt mal behaupten, wahrscheinlich aus den Seiten das ausschneiden, ne? Mhm. Oder willst du es anders machen? Willst du erst die Platten dran punkten und wir schneiden es dann hier drauf? Nee. Also schon mehr oder weniger drauflegen passend, ja, anzeigen genau. Von hinten. Dann schneiden und dann einzeln punkten und fertig. Genau. Wie ist das bei Alu auf der Länge mit Verzug? Also kannst du da einfach... Ja, mehrmals punkten, ne? Ich mache da schon mehrere Punkte. Okay, und dann immer so... Nö, durch. Das ganze Stück durch? Ja, bei Mana auch immer. Mit Vorschub auf dem Frästisch, oder wie? Nee. Zeit für so eine Scheiße. Ja, geil. Ja, es wird gut. Aber ich würde sagen, das seht ihr im nächsten Video. Ich glaube, das war schon lang genug heute. Wir machen jetzt trotzdem gleich weiter. Am Wochenende wollen wir hoffentlich fahren und Plan für Limo. Ja, klar. Berg. Bilzer Berg. Okay. Rote Nummern abgeholt. Achso, ihr habt gedacht, aber das ist mit in dem Video drin. Ja, wir haben alles kein Weg gemacht. Wir haben so ein bisschen alltagmäßig mehr gemacht. Hierfür ist Plan definitiv jetzt Tank. Dann gibt es noch einen weiteren Behälter namens Catchtank, den wir machen müssen. Das ist aber nur ein 4-Giger Tank, der kommt dann hier nochmal hinter. Und dann vorne, hinten langsam mal die Technik rein, Leitung drunter, Auspuff, ab zu Chris, Elektrik, Abfahrt. Ja, das bin ich auch klar. Witzig war, wir waren neulich im letzten Video bei Chris und haben noch so überlegt, das Auto steht vor der Messe hier, verkabeln, anschmeißen, bestimmt fahren wir nach Hause ohne Prüfstand. Haben wir uns überlegt. Danke fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.